So, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt mit der 18W, 15A und leider Gottes immer noch mit mir. Ich bin vollgepumpt mit Cortison und zu allem bereit. Also nutzen wir die Zeit, wo ich jetzt atmen kann und machen ein paar schöne Aufnahmen. So, wo waren wir stehen geblieben überhaupt? Wir wollten Hundehütten bauen. Übrigens, ich habe ein bisschen was an dem Sound umgestellt, der mir gesagt wurde, der Minecraft-Sound klingt dumpfer als sonst. Und irgendwie, meine Maus ist total laut, aber ich kann daran auch wirklich nichts ändern. Und irgendwie habe ich jetzt gerade gar keinen Sound mehr auf dem Headset. Wartet mal ganz kurz. Ja, dazu gehe ich aber rein. Nö, ist wohl nur ein Anzeigefehler von Bandicam. Ich bin so laut wie eh und je. Gut, es hat aufgehört zu regnen und es wird hell. Prima. Wie viele hatten wir denn fertig? Ja, ich meine, das waren nicht ganz so viele. Ich meine, es waren zwei. Und wir hatten irgendwie so viel zu. Es hat aufgehört zu regnen. Wüste. Auf der einen Seite. Na gut, wie gesagt, wenn jetzt irgendwas mit dem Sound nicht stimmt und wir haben gerade irgendwie FPS-Drops, die sind jenseits von gut und böse. Wenn mit dem Sound noch irgendwas nicht stimmt, sagt es Bescheid. Gut. Warum hatte ich hier gerade so derbe FPS-Drops? Vielleicht wegen der Höhle darunter. Hier packen wir die nächste hin. Oder es liegt an dieser neuen Funktion, die ich da so hochgedreht habe. Biomblend, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Aber scheinbar liegt es wirklich daran. Was ist das, Biomblend? Ich kann mir darunter sowas von gar nichts vorstellen. Liegt wohl nicht daran. Vielleicht am Regen? Vielleicht an der Version? Ist mir auch egal. Ich nehme heute auf, komme, was wolle. Hatten wir einen Boden drin? Hatten wir einen Boden? Ja, hatten wir. Ja, ich weiß, die Hütten sind schäbig, klein, mickrig. Aber wenn wir sie jetzt größer bauen, kommen wir hier mit dem Platz einfach nicht aus. So. Davon haben wir nicht mehr so viel. Zack, zack. Und dann kam schon das Dach drauf. Und da vorne kam ein Schild dran. Und dann waren alle glücklich. Jep. Ganz billig gebaut, so gesehen. So. So, Dach. Stimmt, das geht hier auch. Ich kann das ja noch nachträglich umändern. Na? Oh. So. Dann die Faltklappen. Davon haben wir keine mehr, wie ich sehe. Nein. Wir hätten. Wo ist mein Trinken da? Wir hätten auch einfach eine Crafting-Box da oben hinstellen können.
Na gut. Mit zwei Böcke können wir eh nichts mehr anfangen. Hier könnten wir auch mal Treppen reinbasteln. Na, es ist eh nur eine Abbauhöhle da unten. Na, ist nichts Besonderes. Du da, komm her. Stopp. Ja, ich weiß, es ist ekelhaft, es ist nass und dann schubst dich auch noch so ein komischer Typ hier durch die Gegend. So. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wie nennen wir dich? Boah, ich bin so wahnsinnig kreativ. Das ist Struppi. So, ah, dich habe ich übersprungen. Wir brauchen sowieso jetzt erstmal Holz. Wir brauchen erstmal Platz vor allem. Und wir müssen da unten was tun. Das geht mir jetzt schon sowas von auf den Nerv hier. Wir bauen uns hier erstmal eine kleine Werkstatt hin. Nicht sehr aufwendig, nicht sehr ansehnlich. Und jetzt geht erstmal runter. Boah, sind hier viele drin. Ja, was machst du denn hier unten? Wie krieg ich dich jetzt hier raus? Das ist unschön. Ja. So. Das sollte gehen. Kommst du? Ja, da hinten sind noch Massenmonster, aber die sind für ein andermal. Komm hoch. Kleiner? Hier werden keine Freilandexperimente gemacht. Oh, diese Hunde. Diese Katze. So, dann gehen wir uns mal ein bisschen Holz schlagen. Auch übrigens, ich lasse jetzt erstmal die Standardtexturen drin. Bringt momentan nicht viel, jetzt irgendwas groß zu ändern. Es wurde eh überall rumgematscht und zum Beispiel Pferde, da funktionieren die alten Texturen gar nicht mehr. Außerdem sind die Standardtexturen zwischendurch auch mal ganz hübsch. Finde ich zumindest. So. Zum Glück steht hier ja sogar noch ein bisschen Holz. In der Ecke haben wir bisher wenig gerodet. Und dort holen wir jetzt ja nach. Übrigens, die Folgen, solange ich jetzt mit diesem Heuschnupfenproblem
nicht wirklich atmen kann und irgendwie seit neuestem auch Stechen im Brustkorb habe. Machen wir eine Viertelstunde. Wenn es mir dann wieder besser geht, im Sommer ist es ja dann nicht mehr ganz so schlimm, können wir dann gerne wieder länger machen. Ist jetzt halt blöd, dass das jetzt unbedingt in den Rahmen um die 3000er Folge fallen muss. Aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Na gut, ich könnte einen auf Gronkh machen und die Folge rauszögern, aber das ist doof. Also indem ich dort irgendwie Komma 1, Komma 2 mache. Ich finde das eigentlich bescheuert. 3000 ist im Endeffekt auch nur eine Zahl. Und wenn wir dann schon die 3000 nicht richtig zelebrieren können mit großen, stundenlangen Folgen, dann machen wir das eben zu 4000. Ist ja dann auch in 2,5 Jahren. Und die 5000 machen wir dann ganz groß. Muss auch eine Höhle drunter sein, voll ätzend. Naja, aber hier, da, hier dürfen sie noch rumgrunzen. So. Wenn wir schon dabei sind, könnten wir auch ein bisschen Trope mitbringen. Liegt da Schnee drauf? Mich schon gewundert, warum ist das so dunkel da oben? Huch. Ah. Was ein Glück. Übrigens, das soll eine neue Wassertextur sein. Ich habe jetzt lange nicht mehr im Basissystem gespielt, im Standarddesign. Aha. Kann das sein, dass mit diesem Biomblender die Übergänge gemeint sind? Wartet mal. Oh. Wow. Na, jetzt funktioniert es auch mit dem FPS. Das sieht ja stark aus. Also hier haben wir ganz hell. Und wenn ich hier hingehe, das ist wahrscheinlich Sumpf. Dann kriegen wir das so. Uah. Mal zwischendurch Luft holen, auch nicht schlecht. Ich mag das neue Schwimmen voll, das macht richtig Laune. Naja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ist ein schöner grafischer Effekt. Nur irgendwie saut das rum mit dem FPS, sobald man an der Luft ist, habe ich das Gefühl. Obwohl wir sind jetzt solide bei 33, aber ich habe. Ja, hier, sobald ich einen Block abbaue, da hakt es dann, als ob er dann alles nochmal nachrechnet. Na gut, 15 ist vielleicht auch ein bisschen viel. Gehen wir mal auf 9. Sieht das jetzt immer noch so schön aus? Und wahrscheinlich nicht. So, hier in die braune Pampe rein. So. Nein. Ah, je nach Tiefe hat man auch noch einen anderen Effekt. Und wenn ich das jetzt mal ganz ausschalte, wie sieht das aus? Dann sieht es so langweilig aus. Luft holen? Oh, scheiße, es wird dunkel. Jetzt haben wir den ganzen Tag mit diesem Effekt Hascherei rumgespielt. Nö, das sieht eigentlich auch so aus. Hat das vielleicht gar nichts damit zu tun? Dann lassen wir es einfach mal auf 7 stehen. Ich dachte, das wär's jetzt. Nö, keine Ahnung.
So, jetzt haben wir Nacht. Wie schön. Den ganzen Tag gespielt. Nichts geleistet. Ne, so auf 7 scheint es ja flüssig zu laufen. Bis ich genau weiß, was das ist. Ich habe es auch mehr durch Zufall entdeckt, weil ich ja an den Sounds rumgespielt habe und dann bin ich irgendwann mal auf Grafik gerutscht und dann habe ich das gesehen dort unten. Was leuchtet da? Hatten wir da eine Fackel stehen oder sowas? Oder ein kleines Haus?